Ey, das sind 25 Cent Pfand. Wieso hast du gerade eigentlich so einen Putzfimmel? Du räumst doch sonst nie auf. Das stimmt doch gar nicht. Hast du etwa eine Abgabe, die bis morgen fertig sein muss und du brauchst eine Ausrede, um nicht weiterzuarbeiten? Also, das hilft mir beim Stressabbau. Komm, wir gehen schauen, was im Adventskalendertürchen ist. Damit kannst du dich garantiert besser vom Stress ablenken. Okay. Steffis und Martins Adventskalender ist voll mit vielen Wichteln, die spannende Experimente durchführen. Aber nicht jeder Wichtel hat das Vergnügen, Experimente vorzuführen. Wie unser Azubi-Wichtel hier. Hast du das verstanden? Ja. Ich erkläre es für dich ganz langsam. Plastik kommt in Plastikmüll, Papier kommt in Papiermüll und Stickstoff kommt in den flüssigen Stickstoffmüll? Genau. Und vergiss nicht, zuerst musst du die Handschuhe anziehen, dann kommt der flüssige Stickstoff mit dem Trichter in die Flasche. Du drehst die Flasche schnell zu, werf das in das Rohr und nimm das ganz schnell wieder raus. Okay. Na dann, viel Erfolg. Komisch, ich sehe gar kein Wichtel. Aber hörst du das? Ja. Hallo! Ja! Entschuldigung. Oh, hab ich mich erschreckt. Oh, tut mir echt leid, ich bin ganz schöner Hasenfuß. Ach, das macht doch nichts. Aber sag mal, bist du der Wichtel, der uns heute ein Experiment zeigt? Ich kenne da nämlich jemanden, der ein bisschen Ablenkung braucht. Nein, das kann ich nicht. Ich bin nämlich noch Azubi-Wichtel, wisst ihr? Und muss ich immer so langweilige Sachen machen. Klo putzen, Kaffee kochen und halt Müll rausbringen. Aber das ist immer alles so kompliziert. Hä? Was ist denn an Müll rausbringen so kompliziert? Hast du mal versucht, flüssigen Stickstoff wegzuwerfen oder recyceln? Oh, ich habe keine Ahnung mehr, wie man den entsorgen muss. Wie ging das denn nochmal? Flüssiger Stickstoff? Ich erinnere mich an ein anderes Türchen. Ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Also zuerst einmal Handschuhe anziehen. So. Einmal. Und zweimal. Okay. Und als nächstes kommt der flüssige Stickstoff hier in den Trichter und in die Flasche. So, wie machen wir das? Mal Deckel ab. Okay, jetzt kommt der Trichter drauf. Jetzt nehmen wir das auf. Jetzt. Ach, nee, das klappt nicht, das klappt nicht. Wie machen wir das? Ist das unhandlich. Okay, viel besser. Jetzt halten wir das fest. Kommt das da rein. So, und was kommt jetzt? Ich weiß wieder. Jetzt drehen wir die Flasche ganz schnell zu, werfen das in das Rohr. So, schnell zu. Und ziehen es raus. Was ist denn da passiert? Ich glaube, er hat was falsch gemacht. Nein, das kann nicht sein. Ich habe nichts falsch gemacht.
Ich habe alles so gemacht, wie mein Vorgesetzter es mir gesagt. Oh, das war ein Streich. Dieser fiese... Was soll daran genau ein Streich sein? Und was ist da überhaupt passiert? Das erkläre ich euch jetzt. Flüssiger Stickstoff ist sehr kalt. Die Luft hier ist viel wärmer als der flüssige Stickstoff in der Flasche und erhitzt ihn deswegen. Da fängt der Stickstoff an, wie Wasser, wenn es stark erhitzt wird, gasförmig zu werden. Und gasförmig braucht Stickstoff viel mehr Platz, als wenn er flüssig ist. Und weil die Flasche zugeschraubt war, kann der Stickstoff nicht mehr entweichen und der Stickstoff braucht mehr und mehr Platz. Und dann ist die Flasche explodiert. Ja, ja genau, ja, ja, ja. Mann, ich wünschte, ich könnte endlich was Sinnvolles tun. Wie ein Experiment vorführen oder sowas. Statt sowas Doofes. Und dabei auch noch schikaniert werden. Also, wenn du mich fragst, hast du uns doch im Prinzip ein Experiment gezeigt. Und dann hast du es auch noch erklärt. Stimmt. Stimmt! Oh, ja, genau! Das muss ich meinem Chef erzählen. Dann kriege ich vielleicht eine Beförderung. Und dann werde ich nicht mehr von meinem Vorgesetzten geärgert. Mach das. Und wir gehen jetzt, glaube ich. Denn ich kenne da jemanden, der noch was Sinnvolles tun sollte. Okay, mach das. Bis dann. Tschüss.